Das eine schließt in dem Fall halt das andere nicht unbedingt aus. Also was wir hier natürlich gemacht haben, ist, wir haben sehr viele Sachen schneller oder auch parallel ablaufen lassen. Man kann das vielleicht ein bisschen erklären. Wir wussten ja schon, wo wir angreifen mussten, aufgrund des SARS-Virus und des MERS-Virus. Da wussten wir schon, wir müssen mit dem Spike-Protein impfen. Deshalb, das Ziel der Impfung wurde sehr schnell identifiziert. Es gab halt Impfstoffe, die sehr schnell entwickelt werden konnten, so wie die mRNA-Impfstoffe. Da braucht man halt nur den Bauplan des Virus, der war sehr schnell bekannt und dann konnte man schon in die Produktion des Impfstoffes einsteigen. Es wurden natürlich jetzt sehr schnell getestet, aber es wurden alle Phasen der klinischen Testung durchlaufen, also Phase 1, 2 und 3. Da haben die Zulassungsbehörden natürlich auch sehr gut mitgespielt, dass sie diese Phasen sehr schnell genehmigt haben, sehr schnell und parallel auf die Daten geguckt haben. Es sind auch sehr viele Leute natürlich in diese Studien rekrutiert worden. Auch das ging viel, viel schneller als sonst, weil sehr viele Leute bereit waren, an solchen Studien teilzunehmen. Und die Studien waren sogar noch viel, viel größer, als was wir sonst aus Impfstoffstudien kennen. Von daher sind alle Studien oder notwendigen Studien durchlaufen worden. Die Zulassungsbehörden haben hier kritisch drauf geguckt und die Zulassung, die wir jetzt hier in Europa haben, ist ja eine bedingte Zulassung. Das heißt, die Studien laufen noch, die sind auf 2 Jahre angelegt. Aber was wir aus der Zwischenauswertung halt wissen, ist, dass die Impfstoffe effektiv sind und dass sie sicher sind. Und das war der Grund für die EMA zu sagen, das lassen wir jetzt deshalb auch zu. Das heißt nicht, dass damit jetzt die wissenschaftliche Untersuchung komplett abgeschlossen ist, die läuft noch weiter, aber diese beiden wichtigen Fakten, Sicherheit und Effektivität, die sind schon bewiesen und dementsprechend gab es auch schon die Zulassung.